at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom of the river. From the gallows, shed this news, bear my dole, lay me in the shallows. Evil come if you call my name, the wicked day shall rise. The river sin's gonna wash me clean if the river don't run dry. Oh my Lord, take this soul, lay me at the bottom of the river. The devil has come to carry me home. Lay me at the bottom of the river. Das fragst du mich? Hätten wir nicht schon längst irgendwie mal ein paar Level machen müssen? Ich meine, wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gut gemacht hier. Was kaufen wir denn? Amateur gibt nicht viel XP. Achso, okay. Warte mal. Geisterbox. Haben wir noch Salzstativ? Was machst du eigentlich vor mir mit deinem Kopf? Ich glaube, ich hole Räucherstäbchen. Und Knicklicht, Kopfkamera. Kopf. Ich nehme die Kopfkamera. Ach nee, kann ich mir nicht leisten. Scheiße, die kostet 60. Ich habe nur 50. Schade. Achso, ich kann eine Kopfkamera. Ich kann eine Kopfkamera. Weil dann kann ich auch über den Monitor sehen, wenn du irgendwo alleine unterwegs bist, was du tust. Eine Kopfkamera benötigt Level 8. Gut, das dann. Okay. Ja, also ich habe jetzt, was habe ich gekauft nochmal gerade? Ich habe irgendwas gekauft gerade. Räucherstäbchen habe ich auf jeden Fall immer gekauft. Ich glaube, ich spare erstmal, weil mit den Sachen, was wir jetzt haben, kommen wir eigentlich gut zurecht. Also ich würde jetzt Richview Roadhouse nehmen. Schwierigkeit Anfänger. Ein zweistöckiges Haus mit 4 Schlafzimmern und einem Keller. Ein anderes Team ging vor kurzem das Gebäude und scheiterte. Es liegt an Ihnen, den Job zu beenden. Sehen Sie sich gründlich um und sammeln so viele Beweise, wie Sie können, für das Geisterentfernungsteam. Geisterentfernungsteam, ja. Weitere Infos bei Ihrer Ankunft. Ich bin bereit. Kann ich sehen, wenn du unterwegs bist. War das nicht gemein? Ich würde die ja eigentlich haben. Aber. Foto vom Geist. Sie haben den Geist heim. Kruzifix. Scheiße, ich hätte mein Kruzifix kaufen sollen. Ich finde es dreckig, was so. Ich habe die Geisterbox und Temperatur. Okay, wir müssen Foto vom dreckigen Wasser machen. Foto vom Geist. Kruzifix haben wir nicht, das fällt weg. Und ja, wir müssen herausfinden, welche Geist das ist. Und wir haben es hier mit Charles Davis zu tun. Der scheint auf Personen, die allein sind, zu antworten. Was haben die immer Probleme, die allein sein? Vielleicht ist das so am Anfang noch. Das nehme ich mit und... Oh, hallo Gina. Achso, ich muss ja wieder die Schlüssel mitnehmen, ne? Ich habe EMF, warte mal, ich habe EMF, Taschenlampe und, ach ja, die Aufstellkamera. Alles klar. Let's go. Ist das nicht das? Ja, wir sind bestimmt woanders gelandet. Das ist bestimmt ein Haus weiter an der gleichen Kreuzung. Weißt du was? Ich glaube, das ist ein Poltergeist. Ich das ist halt, da gar nicht. Es ist halt nie dasselbe. Das ist das bisschen das Problem, ne? Und es wird jetzt auch von innen... Mach doch einfach mit! Es wird bestimmt jetzt von innen anders aussehen. Mach mal auf die Türe. Ja. Lass uns mal reingucken. Wick. Die Küche kommt mir gar nicht bekannt vor. Das ist ein Modell... Das ist ein Modell, das wird überall verbaut hier in den Staaten. Ja. Das ist, konnte ich, ach so kann ich das einschalten. Ah, lol, okay. Also Türen sind ja ein bisschen schwierig.
Na, das fängt ja schon gut an. Sicherung ist aus. Zum Glück weiß ich, wo die ist. Das, wo bist du? Nee, bin ich nicht. Wo bist du? Hä? Im Badezimmer ist noch Licht an. Ich hab's gerade wieder angemacht. Ach so. Und ich dachte, ich hätte was herausgefunden. Es ging, glaube ich, aus, als ich wieder ganz hinten in dem Raum war. Komm mal mit. Ich war wieder bei diesem Badezimmer. Bist du da? Wie alt bist du? Sicherung ist aus. Sicherung. Bist du gemein? Warum machst du das Licht aus? Warum tun sie das? Kannst du uns hören? Sprich mit dem Gerät in meiner Hand. Bibi. Sprich mit dem Gerät in meiner Hand. Sag nicht, du bist schon wieder im Zeitenstock. Ich bin hinter dir. Bist du hier? Ich könnte wetten, es ist da hinten. Bist du ein Doofkopf? Ja. Nee, hier ist nix. Wie alt bist du? Also, Box ist. Bist du bei deinen Autos? Stören wir dich hier? Leige den Geist, sagt die Kommandozentrale. Also, du piep, 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 piep. Für mich gibt er dann immer Hinweise. Wollen wir gleich in den Keller oder später? Lass doch jetzt reingehen. Also der ist ganz schön aktiv sowieso, muss ich sagen. Aber lass mal direkt in den Keller gucken vielleicht. Achso, hast du Schlüssel? Seite aufmachen. Türen öffnen muss ich noch lernen. Bist du hier? Magst du den Keller? Ich hab was gehört. Ich nicht. Es hat voll. Es hat gerumpst und irgendwie geschmatzt. Also, Geisterbox hier unten geht nicht. Temperatur ist normal. Da steht jemand. Hier liegt nichts rum. Wir können wieder rauf. Okay. Knochen hast du keinen gefunden, ne? Nee. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der. Irgendwas mit. Hieß der irgendwas mit Davis oder so? Ja. Ich weiß den Vornamen nicht mehr. Oder war das dann Nachname? Ich weiß nicht mehr. Bist du hier oben? Ich vermute echt, dass hinten in dem Raum, wo ich war. Also untere Etage. Wie alt bist du? Nichts hier. Okay. Ich habe keinen Ausschlag und habe irgendwo eine Tür gehört. Hast du sie auch gehört? Aber ich habe durch die Geisterbox so schlecht gehört. Ich habe irgendwo eine Tür aufgehen hören. Bist du hier? Zeige dich über das, über den Gerät in meiner Hand. Ah, fuck. Sicherung ist draußen. Hier ist die Gefriertemperaturen. Hier in diesem Raum sind Gefriertemperaturen. Ich werde hier die Kamera aufstellen. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Sarah, Sarah, Sarah! Oh mein Gott. Hilfe? Schau ihn nicht an. Schau weg. Schau auf die Wand. Mach mal ein Foto. Ich hab keine Kamera. Scheiße. Ich hab auch keine. Ich hab nur die, die ich aufstellen kann. Ist er weg? Ja. Ich stell das Ding hier auf. Warte kurz, warte. Hol die Kamera. Warte kurz, warte. Hat's mich gerade zerrissen.
Oh, der liegt auf den Zahnbürsten, die müssen wir auch fotografieren. Ich hab mich. Boah, Alter. Der hatte eine Sense in der Hand. Der hatte eine Sense. Ja, ich bin fertig. Raus hier. Okay, der war noch nett zu uns. Aber der ist echt intensiv hier. Da macht die ganze Sicht aus. Was klappt tatsächlich? Dass man die Geister nicht angucken soll. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder einfach wir noch zu viel Sanity hatten. Also, als ich ihn angeguckt habe, hatte ich Herzschlag. Als ich weggeguckt habe, habe ich keinen Herzschlag mehr gehabt. Oha! Also die Geisterbox ist es nicht, aber Gefriertemperatur. Ja, und wir haben ihn auch gesehen, vergiss das nicht. Ich glaube, die Kamera steht gar nicht so scheiße. Das zählt leider nicht für die Dings. Da muss entweder ein Orb sein oder nix. Ja, ich weiß, aber vielleicht zeigt er sich ja gleich nochmal hier. Wir spielen gerade Anfänger. Wir konnten das, glaube ich, noch gar nicht wirklich aus... Das sind die Räucherdinger, die ich geholt habe. Damit können wir eigentlich den Raum ausräuchern, um den zu besänftigen, soweit ich weiß. War ein Foto vom Geist, wäre jetzt echt perfekt gewesen und ich hatte nur die andere Scheißkamera dabei. Dein EMF hat jetzt noch nicht gezählt, gell? Den hatte ich nicht draußen, weil ich die Kamera in der Hand hatte. Und der ist gerade wieder aktiv. Aber ich sehe nichts auf der Kamera. Du hast doch eine Stirnkamera. Warte mal, der ist alleine, ne? Willst du mit der Stirnkamera... Keine Stirnkamera. Ich bin doch keine so. Level 8. Na ja, gut, ich dachte, du hättest sie gekauft. Okay, okay. Warte mal, ich trage mal kurz unser Journal ein. Wir haben auf jeden Fall Gefriertemperaturen. Und sonst hatten wir, glaube ich, nicht. Wir haben ihn halt gesehen, aber ich glaube, das zählt nicht. Geisterorb sehe ich nicht. Geisterbuch. Soll ich das Geisterbuch mitnehmen? Und da reinpacken in den Raum? Also ich habe auf jeden Fall die Kamera dabei. Gut, dann nehme ich das Geisterbuch. Also, ja, wir könnten... Das Problem ist, du siehst bei deiner Kamera, die da gestellt ist, nicht den Rest, wo wir standen, weißt du? Ja, ich weiß. Ich hätte die... ich bin in Panik dann mit dir aufgebrochen. wollen wir erstmal Licht anmachen gehen? Gerade scheint ruhig zu sein drinne. Und halt auf jeden Fall die Kamera Frage bereit. Ist, wegen Zeit, also umso länger wir im Haus bleiben, umso weniger Sanity. Willst du ohne Licht rein? Theoretisch ist das halt ein Zeitfresser. Er ist, grad, also so er ist auf jeden Fall gerade inaktiv. Also wir können gerne nochmal hoch. Dann packen wir das Geisterbuch hin und ja. Ich weiß ja nicht, was die Profis sagen in deinem Chat. Ich verpeile leider nur immer den Weg, wo es da hochging. Okay. Let's go. Immer den Gefriertemperaturen, ne? Ich höre Wasser. Mach ein Foto vom dreckigen Wasser auch auf jeden Fall. Da ist schmutziges Wasser bestimmt. Fotografier. Fünfer Ausschlag. EMF. Gut. Erstmal warte. Raus. Warte. Ich kann das nicht hinpacken hier. Schreib in das Buch. Okay, wir haben 5er Ausschlag auf jeden Fall mit dazu. Ach scheiße, die Kamera. Wollten wir noch umstellen. Ja, egal, wir gucken jetzt erstmal, ob wir noch lohnen mit der Kamera. Wir gucken erstmal, was noch, was jetzt noch übrig ist. 5er habe ich auf jeden Fall. Dann Phantom, Banshee. Phantom oder Banshee? Phantom, Banshee. Okay, dann gucken wir mal, was die brauchen. Warte mal. Ja, Banshee. Also Geisterob wäre Phantom. Und Fingerabdrücke. Also brauchen wir noch das Fingerabdruck-Dings, die UV-Lampe. Fingerabdruck wäre Banshee, ja. Okay, 5er ist auf jeden Fall da. Ich denke mal, ins Buch wird er jetzt nicht reinschreiben. Nein. Hab die UV-Lampe. Hier ist leider kein Orb. Wir haben bis jetzt kein Orb gesehen. Also wird es Fingerabdrücke sein, da müssen wir kurz rein.
Achso, dann warte mal, bevor wir das machen. Ich gebe dir wieder die Kamera. Aber, also Foto vom Geist haben wir noch nicht gemacht. Du müsstest wahrscheinlich mit deiner UV-Lampe mal alleine rein und ein Foto machen. Der kommt nur, wenn er alleine ist. Nimmst du die Kamera? Ach, ich soll jetzt alleine reingehen, ja? Was sind die? Warte mal. Bück dich, Puppe. Bin ja schon dabei. Das darf nicht jeder zu mir sagen, übrigens. Heute ausnahmsweise. Okay. Ich gehe hier durch vollgepinkelte Windeln mit dir, also ich darf da. Wir gehen ja gemeinsam. Okay, wir haben schmutziges Wasser. Schauen wir, ob da irgendwo Finger. Wenn wir Fingerabdrücke haben, können wir eigentlich rausgehen und Benji einloggen. Okay, ich bleib jetzt dabei, um ein Foto machen zu können. Er sah übel aus mit seiner Sense in der Hand, als er vor uns stand, ne? Ja, an der Tür. Siehst du? Hab Foto. Luca, geh mal schon mal weiter zurück. Ich trigger ihn und vielleicht können wir ein Foto noch von ihm machen. Wie ist er nochmal? David Charles. Komm raus, du Arschloch. Zeig dich. Hallo. Juhu. Komm raus, hol mir den Best. Hallo. Okay, wir haben Benji auf jeden Fall. Safe Benji. Mega toxic. Okay, wir loggen Benji ein. Guti, wir loggen Benji ein, würde ich sagen. Ja, leider will er sich nicht fotografieren lassen. Das ist echt. Wir hätten, also einer von uns müsste auf jeden Fall immer die Kamera dabei haben. Ich glaube, das ist gut, ey. In dem Moment, wo wir da beide drinnen waren, hätten wir so gut ein Foto machen können. Ich hatte leider die falsche Kamera dabei. Ich werde halt Salzstreuer bestimmt. Ihr seid alles Pfefferstreuer. Minderwertige Pfefferstreuer. Minderwertig. Ja, muss ja so sein. Oh. Huch, das hat nicht so gut funktioniert. Hab auch eingeloggt. Let's go. Okay, wetten recht. Nice. $35. Ist wir ja sind Level 2. Pogu. Willkommen unserer Stirnkamera immer näher. Ich glaube, wir brauchen ja noch bis morgen 5, 6, aber gut.